Und er zeigt uns dann, wie man das macht. Wir gehen so ein bisschen chronologisch vor. Jetzt haben wir die Bilder gesehen und jetzt wird was getan am Tumor. Genau, vielen Dank. Vorsichtig. Genau. Ja, vielen Dank für die Einladung. Wir Neurochirurgen werden immer gerne eingeladen, weil wir mal Videos mitbringen und Bilder zeigen. Und habe ich natürlich auch mitgebracht, nicht zu viel Blut. Vielleicht aber ganz kurz noch mal etwas erwähnen, dass der Professor Kreinbühl, der hat in diesem Jahr, also im Oktober 2017, vor 80 Jahren, also 1937, diese Abteilung gegründet. Ja, eine Operation noch damals von ihm. Und wir sind natürlich sehr stolz, haben auch so eine Jubiläumsreihe gehabt mit öffentlichen Vorträgen. Die sind allerdings jetzt mittlerweile auch abgelaufen. Aber dieses Jahr haben wir das natürlich auch gefeiert. Ich will aber auf zwei Sachen eingehen bei meinem Vortrag. Das eine ist, also, wie aggressiv soll man eigentlich operieren? Das war auch im Anschluss an diese Frage. Es gibt ja auch Komplikationen, muss man ja auch immer einberechnen. Und das zweite ist natürlich, wie macht der Neurochirurg? Da will ich Ihnen einen kleinen Einblick geben. Ganz wichtig dabei, Sie werden verschiedene Techniken sehen, die teilweise auch sehr, sehr gut klingen. Ich habe aber nur wenig Zeit, die zu erklären. Und nicht jede Technik gilt für alle Behandlungen. Das ist ganz, ganz wichtig. Also wenn Sie bei einem Tumor, kann man die eine Technik sehr, sehr gut wählen. Die wird bei dem anderen Tumor überhaupt nicht helfen, oder? Das ist ganz wichtig, dass man das versucht noch zu bedenken. Vor 80 Jahren hat man übrigens so einen Tumor so mit zwei Fingern rausgeholt, rausgefischt. Da hat man hier, das war die Publikation, hier hat der Dandy, der Operateur, hat dann gesagt, man soll diese Arterie am besten mit einer Klemme zumachen, weil sonst stirbt der Patient nämlich auf dem Tisch. Und das war weltbewegend. Da hat man gesagt, ah, alles klar, die Klemme zu. Heutzutage wissen wir, wenn wir diese Arterie zuklemmen, dann hat der Patient einen großen Mediainfarkt und stirbt wahrscheinlich auch. Aber wir sind eben doch weitergekommen in der Hinsicht, Gott sei Dank. Nun, was machen wir? Wir sehen diese Tumoren, die haben wir gerade gehört, wenn sie im Gehirn liegen, dann ist es schwierig mit Fingern oder so, sie rauszuholen. Und wir benutzen sogenannte Ultraschallaspiratoren. Wir sehen jetzt hier so ein Bild aus einer Wachoperation, die Patientin ist wach, spricht dabei, währenddessen wir am Sprachzentrum operieren und jetzt schalte ich zum Beispiel hier oben auf ein Blaulicht. Dort wird dann die Fluoreszenz von einem Tumor wahrgenommen. Das ist eine Technik, die ich Ihnen gleich nochmal etwas ausführlicher zeige. Aber Sie sehen, mit diesem Saugstift, der einen Ultraschall an der Spitze hat und das Gewebe zerbröselt sozusagen, wird der Tumor auch gleich aufgesaugt. Also wir gehen nicht vom gesunden Hirn aus und schieben irgendwas zur Seite, sondern wir steigen früh in den Tumor ein und saugen den Tumor praktisch von innen aus. Also eine klassische Technik für Tumore, die im Gehirn entstehen. Eine sehr gute Erfindung. Jetzt, wie viel sollen wir denn rausholen? Also wie aggressiv sollen wir operieren? Das ist immer ein schmaler Grat, sagen wir. Also wir versuchen, auf diesem schmalen Grat zu wandern. Und wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, naja, wir sind sehr vorsichtig und lassen mal Tumor drin, dann hat das natürlich keine so gute Prognose für den Patienten. Es ist immer besser, wenn ein Tumor relativ radikal reseziert wurde, oder? Wenn aber dann zu viel reseziert ist, also wenn wir sehr aggressiv operieren, an die Grenzen gehen und nachher neurologische Defizite haben, also der Patient kann zum Beispiel nicht mehr den Arm bewegen oder das Bein bewegen und nicht mehr zur Therapie gehen, dann überleben die Patienten auch nicht mehr so lange. Das heißt, wenn wir also zu aggressiv operieren, können wir das Gleiche wieder schaffen, die Prognose für den Patienten auch wieder verschlechtern. Also das heißt, wir müssen so durch die Mitte gehen sozusagen als Chirurgen. Ein kleines mathematisches Beispiel dafür, wenn wir jetzt also einen Tumor haben, der ungefähr 1 Zentimeter groß ist, dann gibt es Tumore, die 2 Zentimeter groß sind oder auch Tumore, die 4 Zentimeter groß sind. Rein intuitiv würde man sagen, naja, zweimal so groß, viermal so groß, so ungefähr ist der Tumor. Wenn Sie jetzt eine Kirsche nehmen, wenn Sie jetzt für einen 1 Zentimeter Tumor eine Kirsche rausholen müssen als Chirurg, dann müssen Sie für einen 2 Zentimeter schon 8 Kirschen rausholen, also schon eine deutliche Menge mehr. Und für einen 4 Zentimeter Tumor haben Sie schon 64 Kirschen. Also das ist schon viel mehr Aufwand, viel mehr Zeitaufwand und auch viel mehr Risiko, weil viel mehr Gebiete in der Nähe von diesem Tumor sind, die natürlich eine Rolle spielen im Gehirn. Das Gleiche gilt dann auf der anderen Seite auch, wenn wir jetzt einen Tumor haben, sagen wir 2 Zentimeter groß und wir sagen, wir sind jetzt mal vorsichtig und gehen nur bis zum Rand. Wir lassen doch nochmal überall Sicherheitssaum von Tumor zurück, dann sollte eigentlich nichts passieren. Dann berühren wir das Gehirn nicht und dann sollte es dem Patienten gut gehen. Dem geht es auch kurzzeitig gut. Aber dieser Rest, diese 3 Millimeter, die wir außenrum lassen, das ist ja im Rahmen einer Kugel viel mehr. Und Sie sehen, da kommen wir fast auf 40% der initialen Größe. Das heißt, 40% Tumor ist dann immer noch drin. Das heißt, zu vorsichtig nützt dann auch nichts. Dann fragt man sich schon fast, macht es überhaupt Sinn, eine Operation zu machen oder vielleicht nur eine Biopsie?
Das heißt, ganz früher hat man sich in der Neurochirurgie überlegt, alles oder nichts, also entweder kommt der Tumor ganz raus oder nichts. Weitere Studien, insbesondere auch aus San Francisco, die auch eine große Tumorchirurgie haben, die haben sich dann überlegt, wie waren eigentlich die Überlebensraten bei diesen bösartigen Tumoren, wenn wir nur 50% entfernt haben, das ist die 60% bei der violetten Linie. Und mit jedem 10% mehr, die man so hoch geht bis zur Ganzresektion, sieht man, dass die Linien weiter nach rechts rutschen und die Patienten letztendlich auch länger überlebt haben. Also im rein mathematisch Daten erfassen kann man sagen, je mehr wir resezieren, desto länger leben doch die Patienten. Also da ist schon eine Motivation da, sodass man letztendlich gesagt hat, wir wollen jetzt nicht feste Resektionsgrößen, sondern wir wollen maximal, aber sicher resezieren. Wir wollen also, dass der Patient, dass es ihm gut geht nach der Operation, wenn möglich, aber dass so viel wie möglich natürlich raus ist. Und was hilft uns dabei? Das ist eben zum Beispiel die Wachoperation, aber nicht jeder Hirntumor wird wachoperiert, sondern wirklich nur die Sprachzentren oder Bewegungszentren-Tumoren oder aber auch die intraoperative Neuromonitoring, das ist ein sehr langes, schwieriges Wort, bedeutet eigentlich nur, dass wir während der Operation Ströme am Kopf applizieren und an den Fingern und Füßen zum Beispiel Bewegungen sehen. Also während der Patient schläft, bewegt sich wirklich was und umgekehrt auch die Beine und an den Händen wird Strom appliziert und man kann das dann am Kopf oben messen. Das heißt, wir wissen, diese Bahnen, die Professor Stippig vorhin gezeigt hat, die funktionieren noch. Und wenn wir dann während der Operation merken, dass diese Bahnen schlechter werden, dass man viel mehr stimulieren muss, damit sich unten was bewegt, dann wissen wir, jetzt sollten wir lieber zurückgehen und nicht mehr weitermachen, weil sonst riskieren wir eine Lähmung. Und das hilft uns sehr. Neben diesen beiden Geräten, damit wir also maximal resezieren oder so viel wie möglich resezieren, brauchen wir natürlich auf jeden Fall Erfahrung und Können und natürlich anatomische Kenntnisse, aber auch viele Geräte. Und davon will ich Ihnen ein bisschen was vorstellen. Also das intraoperative MRI, die 5-ALA-Technik und der Ultraschall sind ganz spannende Sachen für den Neurochirurgen. Hier ein Beispiel von der Ultraschall. Sobald der Knochen eröffnet ist, kann man mit Ultraschall sehen. Sie kennen vielleicht den Ultraschall vom Bauch oder Gynäkologie, da wissen Sie, da kann man alles sehen. Am Kopf, sobald da ein Knochen dazwischen ist, sieht man nichts mehr. Für den Chirurgen bedeutet es aber, sobald der Kopf auf ist, können wir wieder den Ultraschall benutzen. Und hier in diesem Beispiel haben wir gezeigt, dass man mit kleinen, modernen Ultraschallköpfen, die wir von den Hautärzten uns sozusagen geborgt oder geklaut haben, kann man selbst über ein Bohrloch, über eine kleine Eröffnung des Schädels von nur wenigen Millimetern, kann man also auch teilweise Tumoren, wie jetzt hier, mit Ultraschall darstellen und dann auch sogar über dieses kleine Bohrloch resizieren. Nochmal, das geht nur für kleine Tumoren, die an der Oberfläche liegen. Das kann man jetzt nicht für große Tumoren über ein kleines Bohrloch machen. Das ist dann schon sehr speziell. Aber Sie sehen auch hier wieder, man kann den Tumor dann ein paar Proben für die Pathologie entnehmen, alles unter dem Mikroskop und dann kommt auch jetzt wieder der Ultraschallaspirator und der saugt den Tumor wirklich von innen relativ zügig aus und das Ganze kann man dann nochmal kontrollieren mit dem Ultraschall wieder, ob man alles wirklich rausgefischt hat und dann sieht man im Bild, das ist jetzt sehr schnell und sehr speziell, aber Sie sehen hier die Lücke von der Läsion, das heißt, da haben wir den Tumor entfernt, dann kommt eine kleine Platte drauf, damit der Patient auch dieses Loch nicht spürt, die Haut wird verschlossen. Und dann ist die Operation schon fertig. Das geht also für kleine Läsionen geht das sehr schnell. Diese Publikation von Herrn Stummer aus Münster, damals München, hat wirklich die Neurochirurgie nochmal verändert. Er hat gezeigt, dass Tumore gerne dieses 5-ALA, das ist eine bestimmte Säure, aufnehmen, und zwar innerhalb von Stunden. Wenn der Patient also diesen kleinen Drink 4 Stunden vor einer Operation nimmt, dann nimmt ein bestimmter Tumor, und leider nur der, also ein bösartiges Gliom, nimmt dieses 5-ALA auf und leuchtet unter Blaulicht. Das zeige ich Ihnen gleich mal ganz kurz in einem Video. Das heißt, hier sehen Sie jetzt einen typischen Tumor, wie Sie gerade schon auch in der Neuroradiologie gesehen haben, also ein rechtsfrontaler Tumor. Nochmal dieses MRI und Sie sehen diesen großen weißen Fleck, oder? Also hier, das ist ganz klar Tumor, man sieht auch noch Schwellungen drumherum, das ist jetzt nicht so wichtig. Und Sie sehen jetzt hier, dass der Kopf eröffnet. Da sehen Sie jetzt, gucken Sie jetzt im Weißlicht auf das Gehirn. Sie sehen hier schon, ist irgendwas krank. Jetzt machen wir das Licht aus und jetzt schalten wir auf Blaulicht. Ja, jetzt muss man doch nochmal Stopp machen, Entschuldigung. Ja, da sieht man es jetzt, ja genau. Ja, sehen Sie das Leuchten. Und man kann dann wirklich teilweise unter dem Blaulicht operieren und praktisch alles von diesem Tumor mit diesem Ultraschall relativ zügig wegsaugen und sehr spezifisch diesen Tumor entfernen. Und es ist dann schon fast wie Malen nach Zahlen.
Also es ist wirklich für den Chirurg dann nicht mehr ganz so schwierig, oder? Und die Resultate, die wir haben, die sind wirklich von der Resektionsausmaß in MRI phänomenal. Wichtig ist dabei noch, wenn man das kombiniert mit einer Wachoperation, der Patient noch währenddessen redet, von den Reisen erzählt und singt und man die Funktion auch noch testet, dann erreicht man wirklich sehr, sehr gute Ergebnisse dabei. Eine zweite Sache, die ich schon kurz vorgestellt habe, ist die intraoperative MRI. Hier sehen Sie einen Patienten mit einem Tumor in der Mitte, also relativ schwierig, mittendrin, den wir operieren mussten. Dann haben wir ihn in den OP-Saal genommen, haben alles eingerichtet, wie man hier sehen kann, und haben ihn auch operiert. Und dann haben wir uns aber entschieden, während der Operation, weil wir nicht ganz sicher waren, ob wir wirklich allen Tumor entfernt haben, ein intraoperatives MRI durchzuführen. Was heißt das? Der Kopf wird gar nicht richtig verschlossen, sondern wird nur steril abgedeckt. Es wird für das MRI das wichtige Coil aufgesetzt. Der Patient wird zum MRI gedreht und wir haben halt in Zürich als ersten in der Schweiz einen kompletten großen MRI-Scanner direkt neben dem OP stehen. Das heißt, wir können uns den buchen für eine Stunde, wir können den Tisch rausholen, wie bei einer Raumfähre können wir dann andocken, den Patient rüberfahren und den Patient rüber ins MRI fahren. Der ist unter Narkose noch, der Kopf ist noch nicht verschlossen, aber steril abgedeckt. Und wir können dann intraoperativ ein MRI machen und dann sehen, zum Beispiel in diesem Fall, wo ich von oben gekommen bin, habe ich gesehen, das ist alles nur Blut, das weiß ich, das ist kein Tumor, aber hier um die Ecke, wenn man von oben kommt, dann vergisst man, rechts um die Ecke kann das noch Tumor sein, haben wir dann natürlich auch noch entfernt und somit den Patienten natürlich noch mehr geholfen, als wenn wir ihm ein Stück Resttumor entlassen hätten. Diese Technik ist also sehr hilfreich für uns und weil es eben ein Großgerät ist und einen hohen Magnetgrad hat, können wir auch Forschung machen. Das haben wir auch in der ganz kleinen Reihe jetzt mal angefangen. Wir haben also Patienten, wo wir einen Tumor operiert haben. Da haben wir eine bestimmte Messung, eine bestimmte Boltmessung durchgeführt. Als der Tumor dann wiedergekommen ist und wir dann wussten, da ist der Tumor wiedergekommen, haben wir zurückgeguckt in die OP, haben wir irgendwas verpasst und wir haben dann wirklich gesehen, dass in diesen Bereichen, wo überhaupt kein Tumor zu sehen war vorher, schon eine gewisse verzögerte Reaktivität der Durchblutung vorhanden war. Das heißt, theoretisch, wenn man das jetzt schön malen würde, würden wir schon vorher wissen, wo der Tumor wahrscheinlich erscheinen würde. Natürlich sind wir da noch nicht, das sind erst erste Ergebnisse, die sind auch sehr heterogen. Wir haben teilweise viel zu viel Unterschied, manchmal viel zu wenig. In welche Richtung wir da gehen müssen, werden erst natürlich die Zahlen zeigen, wenn wir viele Patienten operiert haben mit diesem System. Aber zumindest ist es spannend und das heißt auch für die Zukunft, wäre es natürlich schön, wenn wir noch größere Geräte, noch mehr Power sozusagen haben, die uns dann natürlich helfen, da noch mehr in die Funktion des Gehirns zu gucken und nicht nur, ist der Tumor raus oder nicht raus, also das Gehirn auch besser zu verstehen. Und vielleicht als letztes Slide noch eine kurze Sache, das ist nicht nur Zukunft Fragezeichen, sondern Zukunft Ausrufezeichen. Wir haben jetzt vom Unispital ein Projekt bewilligt bekommen für die Laserablation, auch wieder nicht für alle Läsionen, aber man kann mit dieser Laserablation bestimmte tiefliegende Läsionen nicht mehr offen operieren, sondern wir können jetzt stereotaktisch einen Laserkatheter einführen über ein Mini-Mini-Bohrloch, also 2 mm, das Vorschieben des Katheters, wie Sie jetzt sehen werden. Das ist alles stereotaktisch. Das wird dann genau auf den Punkt, genau dorthin geschoben, wo die Läsion ist, sei es ein Tumor oder andere Läsion, Epilepsieherde. Dann wird der Patient ins MRI gefahren. Und das MRI steuert dann diesen Laserkatheter, also kann genau die Wärme messen, die der Laserkatheter mit dem Licht appliziert. Kann man die Wärme sehen, jetzt sehen Sie das vorne, der Katheter nochmal an der Läsion. Und jetzt sehen Sie, jetzt leuchtet der Laser, es wird warm und das verödet und verbrennt praktisch diese Läsion, sei es ein Tumor, wie gesagt Epilepsieherd. Und das heißt, nur durch diesen dünnen Kanal können wir teilweise 1 Zentimeter große Läsionen damit veröden. Das ist in Amerika schon seit mehreren Jahren jetzt zugelassen. Wir warten nur noch auf die Zulassung, das Gerät, den MRI, die Technik, das ist alles bereit. Wir brauchen nur noch die Swissmedic und von der BAG natürlich die Zulassung für, dann würden wir das auch anfangen. Also das ist auch Zukunft in unserer Neurochirurgie. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.